Wenn man verlassen wurde, hört man überdurchschnittlich oft beknackte Sätze wie: Zeit heilt alle Wunden. Und dann hört man beknackte Sätze wie: Der Mensch kann bloß 48 Tage ohne Nahrung auskommen. Und das Ganze geht über in: Wenn du Andi nicht endlich abhackst, wirst du dich nie jemandem anders öffnen. Aber weil ich das nicht kann, hörte ich von Sebastian diesen Satz. Kannst dich immer bei mir melden, wenn du in deinem Leben auch wieder nach vorne schauen willst. Jetzt sollen wir vor Amor ausgerechnet Sebastians Ex-Frau verkuppeln. Pass mal gut auf den Kleinen auf, ja? Na klar. Deswegen passen wir auf ihr Baby auf. Der Bus fährt weg. Ja, aber das macht doch nichts. Ich kann doch auch zu Fuß gehen. Da ist dein Baby drin, du Idiot. Ach, Augenblick. Und jetzt wünschte ich, ich hätte Andi abgehakt. Denn dann hätte ich diesen Satz nie hören müssen. Die Busfahrerin glaubt mir nicht, dass es mein Kind ist. Ich bin der Liebesgott Amor. Venus hat mich in diese Statue verbannt. Deswegen helfen Kim und Max, mir Liebende zu verkuppeln. Kim habe ich ihren Ex als Belohnung versprochen. Und Max, jede Frau, die er nur haben will. Aber hey, was wäre ein Liebesgott ohne hinterlistigen Geheimplan? Max, ich muss Nele in einer halben Stunde das Baby wiederbringen. Ja, Kim, aber die Busfahrerin gibt es mir nicht wieder. Ich komm zu dir, halt du sie hin, bevor sie die Polizei ruft. Wie denn? Ich denk, du bist der selbsternannte Schambolzen. Ja. Dann bolze gefälligst Scham. Scheiße. Hallo. Wissen Sie, dass Sie sehr hübsch sind? Wollen Sie mich verscheißern? Nein, Sie sind wirklich hübsch. Sie wollen mich verscheißern. Ich bitte Sie, können diese Augen lügen? Hey, warte mal. Ich habe nur Zeit, Andi. Es geht ums Coldplay-Konzert. Franziska hat mitgekriegt, dass ich mit dir da hingehen will. Und sie ist ausgeflippt. Das ist noch nett formuliert. Ich habe ihr erklärt, dass ich mit dir befreundet sein will. Und sie ist noch mehr ausgeflippt. Und jetzt weißt du nicht genau, ob du mit mir zum Konzert gehen sollst oder nicht. Genau. Ich habe da einen guten Tipp für dich, Andi. Mhm. Lass mich mit deinem Franziska-Problem in Ruhe. Scheiße. Ich habe auch schöne Lippen. So schöner noch als die von Julia Roberts. Würdest du sie küssen? Julia Roberts? Meine Lippen. Naja, da müsste... Sie wurden schon so lange nicht mehr geküsst. Ach, das kann ich ja gar nicht glauben. Seit mehr als 10 Jahren. Ja, 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 wie die Zeit vergeht. Och, ich bin heiß. Oh. Max, du solltest Schambolzen und nicht die Busfahrerin. Ist das deine Frau? Ja. Du betrügst deine junge Mutter? Ja. Du Schwein! Aua! Lass uns den Kleinen schnell zu Nele bringen. Ja, Sie müssen schon auf das Gestell zusammenklappen, sonst passt er nicht rein. Können Sie uns vielleicht dabei helfen? Sehe ich so aus, als hätte ich eine Ahnung von Kinderwagen? Nee. Das kann ja so schwer nicht sein. Ja, eigentlich nicht. Oh Mann, mit diesem Amor macht man aber auch was mit. Ich habe ja noch einen guten Grund, ihm zu helfen. Aber ich verstehe nicht, warum du das für diesen albernen Andi machst. Du hattest wohl noch nie Liebeskummer, oder doch, was? Doch. Mit 13 auf einer Party. Und? Ach, scheiße. Na, siehst du. Ja, aber eine Stunde später habe ich mir gleich eine andere geschnappt und da war der Liebeskummer vergessen. Und das solltest du auch mal versuchen. Das geht nicht. Ach, Kim. Es gibt auf dieser Welt über 3 Milliarden Männer. Da wird es ja wohl ein paar Millionen drunter geben, die du auch lieben kannst. So, 12:20, bitte. 15. Danke. Max! Hm? Nele kommt und wenn sie dich sieht... Dann wird sie merken, dass ich der Dieb war. Du musst dich verstecken. Wo soll ich hin? Runter! Huch! Da ist aber einer stürmisch. Na, habt ihr beide einen kleinen Ausflug gemacht? Ja, wir haben ein bisschen was von der Welt gesehen. Und bei dir? Ach, ich habe gesehen, dass es nette Männer auf dieser Welt gibt. Ich
bin nicht schwul, ja? Und was machst du dann in meinem Schoß? Ich muss mich verstecken. Ich kenne euch verheirateten Kerle. Ihr braucht immer eine Ausrede, um euch auszuleben. Würdest du nochmal auf den Kleinen aufpassen? Du willst ihn wieder treffen? Ich bin es mir selbst schuldig, offen zu bleiben, oder? Es wäre doch schön, wieder mit jemandem zusammen zu sein. Und spannend ist es auch. Wie wird der erste Kuss sein, der erste Sex? Passt du auf den Kleinen auf? Na klar. Du bist ein Schatz. Und wer weiß, vielleicht beginnt für mich ein neues Leben. Tschüss. Bist du noch ein bisschen unerfahren, ne? Soll ich dir zeigen, was du tun musst? Nein, danke. Die Luft ist rein. Na, heute noch. Das ist für sie. Du solltest deiner Frau die Wahrheit über deine Natur sagen. Was für eine Natur? Frag einfach nicht. Es ist bestimmt spannend, mit jemand Neues zusammen zu sein. Der erste Kuss, der erste Sex. Die ersten Stinkesocken im Bett. Paula, ich glaube, ich muss mir selbst schuldig, offen zu sein. Meine Fresse, wie lange brauchst du noch, um dich selber zu überzeugen? Markus, wie oft soll ich dir noch sagen, du sollst nicht gegen die Bäume pinkeln? Oh, jetzt pinkelt er auf die Rutsche. Sebastian? Hi. Hier ist Kim. Hey. Über das, was du gesagt hast, ich habe darüber nachgedacht. Jetzt erzähl mir nicht, du bist über deinen Liebeskummer hinweg. Naja, nicht wirklich. Aber ich bin bereit, in meinem Leben nach vorne zu schauen. Na, das ist doch schon mal ein Start. Weißt du, so nervig das auch ist, es gibt nicht ein paar Millionen, es gibt nur einen Richtigen im Leben. Nur einen? Hm. Hallo. Hele. Sag mal, Kim, könntest du heute schon auf den Kleinen aufpassen? Das geht leider nicht. Ich hab eine Verabredung. Bitte, bitte, bitte. Mein Nachbar hat nur heute Abend Zeit und fliegt dafür Wochen auf Geschäftsreise. Ich finde schon einen Weg. Max? Max? Sie werden jetzt sofort Frau Rohn freilassen, oder ich vergesse mich und breche Ihnen sämtliche Knochen. So wahr ich Keller heiße. Aus der neuen Kripo-Berlin-Folge. Was sagst du? Dass du deine Kommissarrolle wirklich liebst. Aber wenn du für den Village People Kinofilm engagiert wirst, hast du für die Serie eh keine Zeit mehr. Ja, das Kostüm fürs Casting. Bin ich der Polizist? Nee. Der Soldat? Hm. Matrose? Nein. Cowboy? Nee. Indianer? Ist überhaupt nicht witzig, Winne. Natürlich nicht, nee. Und was ist mit den Tanzschritten? Kannst du die jetzt? Ich kann das mit dem Buchstaben nicht. Das ist YMCA, oder was? Hm. Das ist doch simpel. Ja, klar. Aber bei mir sieht das so aus. Oh Mann. Und Kim meint, ich kann das mit den Buchstaben nicht, weil ich unterbewusst die Rolle gar nicht will. Was gibt's denn da zu wollen? Du hörst endlich auf, so ein alberner Kommissar zu sein und wirst ein internationaler Kinostar. Dein Wort in Gottes Ohr, Winne. Max. Du musst sofort auf das Baby von Nele aufpassen. Wieso ich? Weil ich mit Sebastian verabredet bin. Neles Ex? Yep. Wenn er das Baby sieht, dann fliegen wir auf. Deswegen sollst du ja auch kommen und es nehmen. Du könntest dem Typen auch absagen. Das will ich nicht. Ja, willst du den jetzt plötzlich und nicht mehr Andi? Ich will erstmal nur ein einfaches Date, also beeil dich. Darf ich mich vielleicht noch umziehen? Nein, dazu haben wir keine Zeit. Ah! Na, wusste ich's doch. Du wirst es dir heute Abend mit Onkel Max nett machen, hm? Wann bist du denn Mutter geworden, Kim? Es ist von einer Freundin, Andi, und ich passe auf ihn auf. Ich habe mit Franziska geredet. Ich habe ihr klargemacht, dass ich in jedem Fall mit dir zum Konzert gehen werde. Unsere Freundschaft ist mir wichtig und das muss sie akzeptieren. Und wenn sie sauer ist, dann ist das ihr Problem. Also, morgen Abend Coldplay? Morgen Abend Coldplay. Oh, Scheiße. Mein Kaffee geht den Bach runter. Ich bin nicht schwul, Schiff. Oh,
Du meinst, es macht dir Spaß, so rumzulaufen? Ja. Was ist das für ein Casting? Hallo? Nee, ist klar. Hey, kein Kommentar. Okay. Kann ich einen geben? Nein. Gut, dann gehe ich. Wir sehen uns morgen. Tschüss. Du siehst nicht so aus, als ob dir Village People Spaß machen. Okay, bring den Kleinen zu mir nach Hause, da kannst du es dir bequem machen. Bei Fernsehen, Bier, mit meinen Schminksachen. Ich bebe vor Lachen. Kann ich verstehen. Da von dem Hügel aus hat man eine tolle Aussicht. Auf was? Auf meine Schule. Komm, ich zeig sie dir. Ein Traum aus Beton, Bauschutt und miesen Graffiti. Du weißt echt, was Frauen sehen wollen. Ja, andere Männer zeigen so profane Dinge wie Sonnenuntergänge. Völlig unromantisch. Eben, aber ich bin ein echter Realromantiker. Ja, die... Mist. Alles okay? Ich glaub schon. Mein Handy klingelt. Ja. Ich sollte rangehen. Wenn du meinst. Okay. Kim hier? Hier ist Max. Was ist? Wie wechselt man eine Windel? Keine Ahnung. Sehr gut. Okay. Dann wollen wir beide das mal versuchen, was? Ja. Okay, das geht jetzt wahrscheinlich irgendwie... Oh, es gibt, glaube ich, nichts Unangenehmeres. Außer das. Widerlich. Mann. Ja, dir macht das Spaß, was? Du machst das richtig, mein Kleiner. Du machst, was dir Spaß macht. Naja, das sollte ich vielleicht auch machen. Das ist einer der Momente, in dem man sagt, das war ein schöner Abend. Ein sehr schöner. Wollen wir uns morgen treffen? Da bin ich auf einem Konzert. Aber ich glaube, ich sag's einfach ab. Willst du mich küssen? Ich glaube schon. Aha. Heißt aha, aha, das finde ich gut, oder aha, lass das mal lieber bleiben? Aha, ich bin mir nicht sicher. Aha. Ich, Vielleicht sollten wir einfach schweigen. Und küssen? Wir können es ja versuchen. Ich muss rein. Aber... Das war nicht wirklich küssen. Sebastian? Hi. Kille. Was machst du denn hier? Ich war... Eine Freundin besuchen. Und du? Ich? Freund. Ein Freund? Ja, und du eine Freundin? Ja. Ja, dann sehen wir uns, wenn ich am Wochenende den Kleinen hole. Genau. Bis dann. Warum ich die Rolle nicht spielen kann. Dazu haben wir keine Zeit, Nede kommt. Ey, du hast Käse auf mein Kissen tropfen lassen. Käse happens. Ist egal, du musst dich verstecken. Verstecken? Ja, Nede kommt und wenn sie dich hier sieht, damit... Ja, dann wird alles auffliegen. Und sie wird einen Schreikrampf kriegen bei dem Aufzug. Ach du Scheiße! Und das Bett! Ja? Hast du den Hubschrauber gesehen? Na klar. Kim! Hallo. Hi! Oh, hast du viel gegessen? Ja. Willst du auch ein Stück? Das ist hier eins mit Schinken, Pilzen, Anchovies, Mais, Salami, Sardellen, Gyros, etwas Grün, was ich nicht kenne, was Schwarzem, was ich nicht kenne. Danke. Wie war's mit dem Nachbarn? Nicht so toll. Und warum nicht? Ich habe ihn geküsst. Und? Nichts. Keine explodierenden Gefühle. Hat nicht Zoom gemacht. Passt nicht. Und dann habe ich eben Sebastian getroffen. Ah ja?
Ich bin überzeugt, er war bei einer Frau. Ich verstehe nicht, warum es mich so fertig macht. Danke. Gute Nacht. Nacht. Gesundheit. Danke. Okay, der Plan, sie mit ihrem Nachbarn zusammenzubekommen, ist im Arsch. Sieht fast so aus. Amors Auftrag war, einen Mann für Nele zu besorgen. Warum versuchen wir sie nicht einfach mit ihrem Sebastian wieder zusammenzubekommen? Ich täte Sebastian. Ja, aber willst du mit ihm zusammenkommen? Das will ich herausfinden. Aber wenn du mit ihm zusammenkommst, dann... Wäre ich von Andi befreit. Und ich würde alleine für Amor weiterarbeiten. Na, das würde dich ja wohl kaum traurig machen. Es gibt nur einen Richtigen im Leben. Das hast du schon gesagt. Ja, aber wer ist der Richtige? Ist es Kandidat 1, der Lehrer mit der Ex-Frau und dem Baby, der zu viel redet, bevor er küsst? Oder ist es Kandidat 2, der Ex-Freund, der mit einer anderen verlobt ist und nur mit ihr befreundet sein will? Oder ist es Kandidat 3, der Schauspieler mit dem ungewöhnlichen Kleidungsstil, der jeden Nerv in Windeseile abtöten kann? Also, Kim, wer ist der Richtige? Definitiv nicht Kandidat Nummer 3. Du willst also Andi absagen, um herauszufinden, ob es mit Sebastian Zoom macht? Ja, Britti. Aber ich dachte, seine Frau will zurück zu ihm und er hat noch Gefühle für sie. Ich glaube, ich muss mit jemand anders drüber reden. Sie hat ihn sitzen lassen, er will von ihr loskommen. Kein Grund, ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Küss ihn und finde raus, ob es Zoom macht. Hey, Coldplay Time. Ich bin verabredet, Andi. Mit einem Mann? Nein, mit einem Kanickel. Mit einem netten Kanickel? Wenn du wirklich ein Freund sein willst. Frag ich nicht und geh auf das Konzert einer Band, die ich hasse und für das ich nur dir zuliebe Karten gekauft habe, ja? Du kannst ja Franziska mitnehmen. Bin ich wohl allein. Sofort Frau Hohn freilassen oder ich vergesse mich und breche Ihnen sämtliche Knochen, so wahr ich Keller heiße. Ist das klar? Ja, klar. Ach, ein bisschen schneller. Sie sind mein Retter. Nicht der Rede wert. Es ist vorbei. Cut! Max! Und? Du warst famos. Danke dir. Ciao. Bis morgen. Mhm. Danke, bis morgen. Ciao. Danke. Danke. Hast du gehört? Ich war famos. Ja, famos. So, jetzt hast du los zum Kinocaster. Wenn du das geschafft hast, dann bist du internationaler Kinostar. Und dann kündigst du hier. Ja? Winne, ich fahre da nicht hin. Ich komme nicht mit. Was? Kim hat recht. Irgendwas in mir will diese Kinorolle nicht. Und ich weiß jetzt auch, woran es liegt. Mir fehlt einfach der Spaß dran. Mir ist es egal, ob ich Karriere mache. Ich liebe Kommissar Keller. Er ist die Rolle meines Lebens. Ich will das nicht aufgeben. Es ist so. Das ist einer dieser Momente, in dem man sagt, das war ein schöner Abend. Ein sehr schöner. Und ich glaube, es ist einer dieser Momente, in dem man sagt, wow, Déjà-vu. Ja. Yeah. Ich würde dich jetzt gern küssen. Aha. Ist das wieder ein... Aha, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist das nicht immer so vor dem ersten Kuss? Ja, man weiß nicht, ob... Es Zoom macht oder einfach nur... Psch.
gibt's nur einen Weg, das rauszufinden. Endlich aufhören zu reden. Und küssen. Nicht ganz schön. Ja. Psst. Mein Gott, was ist das Problem? Ich will nur über Nele hinwegkommen und du über deinen Ex. Genau das ist das Problem. Wir wollen, aber wir können nicht. Lauter beknackte Songs und die Deppen haben 5 Zugaben gespielt. Damit es sich auch lohnt. Bei dir? Hat sich auch gelohnt. Aha. Ich habe gemerkt, dass er und ich es nicht sind. Aha. Solltest du als guter Freund da nicht sagen, es tut mir leid? Es tut mir leid. Wollen wir noch was trinken gehen? Dann habe ich dem Mandanten gesagt, also wenn Sie eine Chance haben wollen, dann sollten Sie den Richter nicht alle 3 Minuten gehirnamputiertes Hängebauch schreien nennen. Hallo? Du hast echt tolle Tipps. Dafür lieben mich meine Mandanten. Es ist schön, dass wir wieder miteinander reden. Ja, das ist es. Aber Franziska wartet. Sie wird kaum glauben, dass Coldplay 20 Zugaben gespielt haben. Müsst ihr nicht sagen, dass wir noch geredet haben? Doch. Aber erst morgen. Wir sollten es bei Gelegenheit mal wiederholen. An mir soll es nicht liegen. Okay. Gute Nacht, Kim. Nele wird wieder mit Sebastian zusammenkommen. Dann haben wir den Fall gelöst. Ich sag doch, es gibt für jeden Menschen nur einen richtigen. Und mit jedem gelösten Fall kommst du deinem richtigen näher. Hier bist du. Hi. Hi. Und? Bist du jetzt mit diesem Sebastian zusammen oder sind wir noch ein Team? Wir bleiben Partner. Echt? Mhm. Und den Auftrag haben wir auch erfüllt. Nele und Sebastian kommen wieder zusammen. Wow. Ja, lass uns das feiern. Ich kenne ein gutes Restaurant in Mitte. Hm? Nehmen wir einen Bus oder das Taxi? Ich bebe vor Lachen. Ihr müsst die Liebe deiner Eltern wiederherstellen. Deine Eltern? Papa, führst du deinen Willi irgendwo spazieren? Sie macht einen Tanzkurs? Ja, das solltest du auch mit mir machen. Ja. Du hast mir wehgetan!